Vor 35 Jahren, im Herbst 1989, rissen mutige Bürgerinnen und Bürger den eisernen Vorhang nieder. Diese unmenschliche Grenze, die Europa jahrzehntelang in Ost und West getrennt hatte. Daran erinnere ich mich, hier im Herzen von Budapest. Ungarn war ein Vorreiter des großen Umbruchs. Schon im Frühjahr 1989 hatten die Ungarn den Mut, den Stacheldraht durchzuschneiden, ihre Grenzanlagen Richtung Westen abzubauen. Unvergessen das paneuropäische Picknick bereits im Sommer 1989, als die Grenze nach Österreich schon mal ein paar Stunden lang offen war. Hunderten von Bürgerinnen und Bürgern der DDR gelang so die Flucht. Wenn wir also dieses Wochenende in Berlin und in ganz Deutschland den Mauerfall feiern, dann feiern wir auch den Beitrag unserer Mittel- und osteuropäischen Nachbarn dazu. Da waren die mutigen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter der Solidarność in Polen, die singenden Revolutionäre in Estland, Lettland und Litauen, die beherzten Frauen und Männer in Ungarn, in der Tschechoslowakei und in anderen Ländern. Und natürlich die Montagsdemonstranten in Leipzig und vielen weiteren Orten der DDR, die sich unterhakten, die den Mut hatten zu rufen, wir sind das Volk und später dann, wir sind ein Volk. Der Sieg der Freiheit im Herbst 1989 war ein gesamteuropäischer Sieg. Der Fall der Berliner Mauer vor 35 Jahren war der glückliche Höhepunkt einer gesamteuropäischen Entwicklung. Ein Glückstag, für den wir Deutschen bis heute dankbar sind. Mit ihrer Revolution vor 35 Jahren haben die friedlichen Revolutionäre etwas ganz Großes erreicht. Ein geeintes Europa, frei und demokratisch. Gerade jetzt, wo die weltpolitische Lage so herausfordernd ist, ob in der Ukraine oder im Nahen Osten, ob in Sachen Klimaschutz oder Wirtschaft, gerade jetzt müssen wir Europäer zusammenhalten. Deshalb nutzen wir das Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft und der EU-Regierungschefs hier in Budapest, um diese Einheit zu festigen. Unsere gemeinsame Geschichte im Herbst 1989 zeigt uns doch, wie wir unsere Ziele erreichen, indem wir zusammenstehen für Frieden und Freiheit, für Sicherheit und Wohlstand, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wir Europäerinnen und Europäer können uns glücklich schätzen, dass wir diese Werte heute gemeinsam leben. Dass das nicht selbstverständlich ist, zeigt der Blick in unsere Geschichte und in die Welt um uns herum. Deshalb ist die Botschaft der Freiheitsrevolution von 1989 heute aktueller denn je. Mut, Zuversicht und Zusammenhalt zahlen sich aus. Gegeneinander erreichen wir nichts, nur zusammen sind wir stark.